Finals, Baby, Finals. Die Endspiele der Basketballer beim Bundesfinale von Jugendturnier für Olympia ließen erneut kaum eine Emotion vermissen. Den Anfang machte die Wettkampfklasse 3, also die Jahrgänge 2002 bis 2005. Bei den Mädchen standen sich die Main-Taunus-Schule aus Hofheim und das Sportgymnasium Chemnitz gegenüber. Besonders eine Hessin bestimmte dabei die Anfangsphase, Saskia Stegbauer. Die ersten 7 Punkte ihres Teams gingen auf ihr Konto. Zwar führten die Hofheimerinnen bis in die zweite Hälfte immer mit bis zu 10 Punkten, Chemnitz wollte sich aber nicht so einfach geschlagen geben. Doch das Zusammenspiel von Saskia Stegbauer mit Aufbauspielerin Amelie Miller funktionierte nahezu perfekt und sorgte quasi für die Vorentscheidung. Mit 41 zu 38 holen sich die Hessinnen den Titel. Das ist einfach so krass, ich hätte das nie gedacht einfach. Das ist unbeschreiblich. Training, wir sind ja auch eine Vereinsmannschaft, also im Training üben wir das auch ganz oft und da klappt es auch, also das ist einfach richtig cool. Auch bei den Jungen sah es lange nach einem hessischen Sieg aus. Die Karl-von-Weinberg-Schule startete deutlich stärker in die Partie, beherrschte vor allem den Bereich unter den Körben. So gingen die Frankfurter mit einer verdienten 22 zu 16 Führung in Durchgang 2. Doch der Trainer des Schul- und Leistungssportzentrums Berlin schien seinen Jungs in der Pause ordentlich den Kopf gewaschen zu haben. Mit einem 13 zu 2 Lauf drehten die Berliner die Partie. In der Abwehr deutlich griffiger und vorne mehr Zug zum Kopf. John Ikeagu macht den Deckel drauf. 42 zu 33 hieß es am Ende verdientermaßen für das Team aus Berlin. Gut, wir haben bisher alles gewonnen. War ein gutes Turnier. Ich habe wieder zugelernt als jüngerer Spieler hier dabei zu sein. Ja, war schon gut. Drittes Finale und die dritte hessische Beteiligung. In der Wettkampfklasse 2 der Jahrgänge 2000 bis 2003 trafen bei den Mädchen die Theo-Koch-Schule aus Grünberg und Schloss Hagerhof aus Bad Honnef in Nordrhein-Westfalen aufeinander. Zunächst dominierten die Abwehrreihen das Geschehen. Erst nach über einer Minute gelang den Hessinnen der erste Korb im gesamten Spiel. Die Grünbergerinnen griffen deutlich früher an und lagen zu Beginn der zweiten Hälfte 18 zu 14 in Front. Kein Problem für die NRWlerinnen. Er hat gesagt, wir sollen wirklich den Arsch aufreißen, wir sollen alles geben, wir sollen es auf jeden Ball werfen und sollen einfach zeigen, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen. Dank einer 12-0 Serie drehten sie das Spiel. Vor allem Dasha Karabatova war kaum zu stoppen. Den Hessinnen dagegen gelang offensiv kaum noch etwas. Und so kannte der Jubel bei den Mädels vom Schloss Hagerhof keine Grenzen mehr. Das war mega anstrengend. Wir haben alles, was wir können, wir haben alles, was wir haben, gegeben. Und ja. Das Finale der WK2-Jungs war von Anfang an eine klare Angelegenheit. Dem Ulmer Anna-Essinger-Gymnasium gelang wahrhaftig ein Start nach Maß. 17 zu 0 nach knapp 7 Minuten, das ist mal eine Ansage. Wir haben am Anfang richtig gutes Liedchen gespielt und deswegen konnten wir am Ende auch vorne scoren. So einfach. Den Baden-Württembergern gelang fast alles. Beim Sportgymnasium Chemnitz hingegen fielen die Bälle einfach nicht durch die Reuse. Auch in der zweiten Hälfte änderte sich das Bild kaum. Die Sachsen konnten zwar einige schöne Treffer verbuchen, doch Marte Verzekers und seine Jungs dominierten das Spiel nach Belieben. Dementsprechend zufrieden waren sie mit dem Sieg und dem Titelgewinn. Ja, sehr tolles Gefühl. Wir haben richtig gut gespielt und wir haben das Finale dominiert. Und das war einfach fantastisch. Dominanz, Spannung und allerlei Emotionen. Die Finals von Jugend trainiert für Olympia waren wieder einmal beste Werbung für den Basketballsport.